willkommen zu diesem Video heute. Es geht heute um ein E-Bike und ganz speziell geht es darum, um die Verschleißteile an einem E-Bike-Antrieb. Also wir sprechen hier von den Kettenblättern vorne, von der Kette, dem Schaltwerk und der Kassette. Und das Ziel dieses Videos ist einfach, euch zu erklären, wann ihr die Verschleißteile tauschen solltet. Und im Nachhinein werde ich auch noch eine kleine Videoreihe machen, in der ich einen kompletten E-Bike-Antrieb austauschen werde. Also von A bis Z, also wirklich alles. Kettenblätter, Schaltung, Kette, komplett. Weil ich habe hier heute ein perfektes Beispiel da. Der Antrieb ist so gut wie hinüber. Also der erste Punkt ist, die Kette war völlig verschlissen. Die habe ich jetzt schon mal rausgemacht, das werde ich euch dann auch zeigen. Die Kettenblätter sehen miserabel aus und noch hinzu kommt, dass der Kunde, also dem das Fahrrad gehört, eine Tour gemacht hat und sich das Schaltwerk verabschiedet hat. Also das Schaltwerk ist regelrecht abgebrochen. Es fehlt, es ist hier auch gerade nicht mehr dran. Und das ist eben auf jeden Fall ein großer Punkt ist, worauf man das zurückführen kann, ist auf einen verschlissenen Antrieb. Deshalb ist es ein sehr wichtiges Thema. Der Antrieb bringt euch letztlich voran. Gerade bei einem E-Bike möchte man vorankommen. Man fährt damit wenig Downhill, sondern viel Strecke. Man möchte viel Tour fahren. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Mit einem E-Bike legt ihr tendenziell viel mehr Kilometer zurück als mit einem normalen MTB ohne Motor. Es ist einfach so, weil ihr einfach euch viel leichter tut mit dem Treten, weil das E-Bike viel mehr unterstützt. Und es ist einfach so, dass die Leute, die E-Bike fahren, tendenziell mehr fahren als mit einem normalen Fahrrad, weil es eben einfacher ist. Ja, ich bin das Bike jetzt auch mal eine Woche lang gefahren und habe es getestet. Ging mir genauso, ich fahre dadurch viel mehr Kilometer, weil ich kann mit der gleichen Kraft, die ich am Enduro brauche, doppelt so weit fahren, wenn ich will. Genau, also fangen wir einfach mal ganz vorne an, also bei den Kettenblättern. Was gibt es bei den Kettenblättern zu beachten? Bei den Kettenblättern müssen wir auf jeden Fall schauen, wie die Ritzel aussehen. Also die einzelnen Bestandteile des Zahnrads, wie sehen die aus? Und hier kann man jetzt auf jeden Fall schon mal erkennen, dass die in einem miserablen Zustand sind. Also hier sieht man richtig, dass die Ritzel ausgeschlagen sind, also die Zähne. Teilweise sind sie richtig abgeschliffen, sie sind schon kleiner geworden, also man sieht hier ganz klar, das gehört so nicht. Und neu sieht es auf jeden Fall anders aus, ich zeige euch mal, wie neues aussieht. So würde neues aussehen, ja, die Zähne sind deutlich größer als beim verschlissenen und ja, einfach neu. Also den müsste man auf jeden Fall tauschen, also hier ist schon die letzte Eisenbahn. Die Kette, die momentan drauf ist, wurde lustigerweise erst getauscht. Die wird aber heute nochmal mitgetauscht, da der Antrieb durch diesen Bruch des Schaltwerks einiges mit, also abbekommen hat. Das Schaltwerk hat es komplett um die Kassette rumgezogen. Dadurch ist die Kassette einfach an manchen Stellen kaputt. Und die Kette hat, denke ich mal, auch ganz schön was abbekommen, weil sie komplett zwischen Kassette und Laufrad gezogen hat. Also deshalb wird die Kette heute auch nochmal mitgetauscht. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal... Ich habe eine verschlissene Kette noch da, an der man es ganz gut sehen kann. Also prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, das zu testen, ob die Kette noch in einem guten Zustand ist oder nicht. Es gibt einmal die Testvariante mit Werkzeug, mit Leere. Das ist hier so ein Kettenverschleißwerkzeug, mit dem man eben prüfen kann, ob die Kette verschlissen ist. Oder man kann es auch direkt am Fahrrad testen. Das ist allerdings nicht ganz so genau und nur eine ungefähre Angabe. Schalte ich vorne aufs größte Kettenblatt, hinten aufs größte Kettenblatt, muss ich jetzt noch schnell machen, dass einfach die Kette hier die maximale Spannung hat. Dann kann ich die Kette hier zusammendrücken, einfach so weit wie es halt geht. Und dann kann ich hier einfach mal mit dem Finger ziehen, ob sich die Kette irgendwie bewegen lässt. Die sitzt jetzt hier bombenfest. Das liegt daran, dass die Kette niegelnagelneu ist. Das ist jetzt, habe ich schon nach der Serie jetzt aufgenommen, dass man einfach sieht, wie es sein soll. Und vorher konnte man, also wenn man das gemacht hat, die Kette wirklich um mehrere Millimeter das Kettenglied hier bewegen und dann ist eben das Ganze verschlissen. Mit dem kettenleeren Werkzeug ist es eigentlich noch einfacher. Also man nimmt hier eben sein Kettenverschleißwerkzeug, dann hängt man das hier ein und dann lässt man das hier einfach so reinfallen. So, und jetzt sieht man schon, das lässt sich hier nicht groß reinstecken. Jetzt haben wir hier verschiedene Zahlen draufstehen. Also bei einer relativ guten Kettenverschleißlehre hat man eben hier verschiedene Prozentangaben. Hier haben wir jetzt 0,5, 0,75 und 1%.
Und das ist eben der Verschleißgrad der Kette, also die Dehnung der Kette in Prozent. Und je nachdem, was ihr jetzt für einen Antrieb habt, also bei, ich sage mal, 10-fach, 11-fach, 12-fach, sollte der Verschleiß nicht höher als 0,5% sein. Also wenn ihr die 0,5%, wenn die hier reinfallen würden, dass man unten den Strich sieht, der hier drauf ist, dann wäre die Kette verschlissen. Ich meine, die ist jetzt neu, von daher lässt sich der hier kaum reinfallen. Ich habe jetzt beispielsweise auch mal ein paar andere Ketten dabei, wo ich euch zeigen kann, die verschlissen sind und wo man auch mal ein paar verschiedene Verschleißgrade sieht. Ich habe jetzt hier mal nochmal drei verschiedene Ketten hingelegt. Also hier hätten wir mal ein ganz altes Modell. Das ist von einem 8-fach Shimano Antrieb. Wenn ich jetzt hier die Kettenverschleißlehre ranhalte, dann kann ich hier problemlos die Kette reinschieben. Und naja, das ist auch hier bei 0,75%, da geht er problemlos rein. Also hier haben wir fast 1% Abnutzung, also die musste auf jeden Fall getauscht werden. Das hätten wir jetzt mal ein Extrembeispiel. Man sieht es aber auch an der Kette, die ist schon echt hinüber. Dann haben wir hier nochmal zwei Shimano Ketten. Es müssten jetzt zwei 10-fach Ketten sein. Jetzt schauen wir mal, wenn ich jetzt hier reinhalte. Genau, also die hier ist jetzt noch fast neu. Sieht man hier auch, der geht hier fast nicht rein. Also da haben wir unter 0,5% Abnutzung. Also die hat wirklich noch nicht viel Trail gesehen. Die kann man noch weiter verwenden. Und jetzt hätten wir hier noch eine. Schauen wir mal, wie die ist. Wenn ich jetzt hier mein Verschleißwerkzeug anlege. Ja, hier lässt sich es dann auch problemlos reinschieben. Man sieht hier den Strich. Also hier haben wir auch mehr wie 0,5% Abnutzung. Das heißt, die Kette sollte man auch tauschen. Genau, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Beim Schaltwerk wird es jetzt schon spannender. Am Schaltwerk kann natürlich auch ein Verschleiß entstehen. Je nachdem, was ihr auch für ein Schaltwerk fahrt, gibt es unterschiedliche Qualitätsansprüche, sage ich einmal, die man da selber an das Bike halt auch hat. Und je nachdem, was man für Geld ausgegeben hat, kann man da natürlich nicht erwarten, dass so ein Schaltwerk ewig hält. In dem Fall ist das Schaltwerk tatsächlich abgebrochen. Wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ist ein XT-Schaltwerk, aber okay, es ist nun mal passiert. Beim Schaltwerk solltet ihr auf jeden Fall das Spiel überprüfen. Und das macht ihr ganz einfach, indem ihr das Schaltwerk einfach mal nehmt und dran wackelt. Und oben ist ja das Schaltauge und im Schaltauge ist das Schaltwerk montiert. Und das ist eben eine Verschraubung, die sich bewegen lässt und die darf kein Spiel haben. Wenn die Spiel hat, dann fängt das Schaltwerk auch langsam an auszuschlagen, wird auch nicht mehr so korrekt schalten. Und dann sollte man auch überlegen, demnächst mal ein neues Schaltwerk zu kaufen. Dabei muss man sich auch wirklich überlegen, da muss man auch ein bisschen schauen, wie das Schaltwerk sich verhält. Schaltet es noch gut, lässt sich es noch einstellen? Kann ja sein, dass euer Schaltwerk zwar schon ein bisschen ausgeschlagen ist, aber noch einwandfrei schaltet, dann macht es wenig Sinn, das zu tauschen. Wenn es aber ausgeschlagen ist und nicht mehr richtig schaltet, dann solltet ihr es auf jeden Fall auch tauschen. Bei der Kassette hinten, also bei dem Ritzelpaket hinten, gilt das gleiche wie wie vorne. Schaut euch die Ritzel an, wenn die Ritzel sehr stark verschlissen sind oder riesen Riefen aufweisen und die Zähne schon richtig abgeschliffen sind, dann solltet ihr diese auch tauschen. Sollte die Kassette fast neu sein, dann würde ich das auch nicht machen. Jetzt eine ganz wichtige Frage, die sich viele stellen, ist immer die Frage, ja, nach wie viel Kilometer? Ja, muss ich jetzt nach 500 Kilometer die Kette tauschen, nach 1000, nach 2000, nach 4000? Und man findet im Internet da ganz viele unterschiedliche Sachen. Es liegt natürlich auch daran, nicht jede Kette ist gleich, nicht jedes Zahnrad ist gleich. Die Bauteile untereinander harmonieren auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das wirkt sich alles auf den Verschleiß aus. Wie schaltet das Schaltwerk? Wie gut ist das Schaltwerk eingestellt? Wie schaltet ihr? Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, den viele nicht berücksichtigen. Wenn ihr ständig unter Last schaltet, und das passiert beim E-Bike sehr oft, weil ihr ja ständig die Unterstützung vom Motor habt, dann verschleißt so ein Antrieb viel, viel schneller. Ja, wie schaltet ihr? Schaltet ihr immer mehrere Gänge ganz schnell auf einmal? Oder schaltet ihr immer einzeln? Das sind alles Faktoren, die in den Verschleiß mit reinspielen und deshalb lässt sich sehr schwer daran festmachen, wann ein Antrieb verschlissen ist. Prinzipiell sagt man ganz grob, nach 2000 Kilometern die Kette, nach 4000 Kilometern die Kassette. Das ist meiner Meinung nach ein alter Stand und bei E-Bikes nicht mehr zutreffend. Also das E-Bike hat jetzt 1700 Kilometer,
Es kommt jetzt die zweite Kette drauf. In dem Fall, ja doch, die zweite Kette. Das Ritzelpaket wird getauscht, das Schaltwerk wird getauscht. Die Ketten da vorne, die sind in einem miserablen Zustand. Die sind richtig fertig, die sind durch. Nach noch nicht einmal 2000 Kilometer. Aber das Fahrrad wurde eben auch gut benutzt. Das wurde gescheit benutzt. Der Mann, der da gefahren ist, der fährt auch gescheit. Der fährt auch mal einen Berg hoch. Das ist der nächste Faktor. Ja, fahrt ihr nur auf gerader Strecke, wo der Motor immer nur ein bisschen unterstützen muss? Oder fahrt ihr auf Stufe High einen steilen Berg hoch, wo voll die Kräfte überall wirken? Ja, wo die Kette auf richtig Spannung ist, damit sie das Rad drehen kann? Das sind alles Faktoren, die da reinspielen. Also das Beste ist wirklich beim E-Bike, alle 200, 300, 400 Kilometer sich einfach den Antrieb mal anzuschauen oder in der Fahrradwerkstatt anschauen lassen und zu schauen, wie sieht's da aus, musste was getauscht werden. Weil wenn ihr das nicht macht und zu spät erkennt, dann passiert es eben meistens, dass was kaputt geht. Und dann wird es richtig teuer. Also das wird hier jetzt auf jeden Fall auch eine teure Geschichte. So viel zum Thema Verschleiß am E-Bike. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können in meinem Video. Jetzt wird auf jeden Fall die nächsten Tage noch eine Videoreihe kommen, wie ihr die einzelnen Verschleißteile tauschen könnt. Ne? Also auf jeden Fall wird an der Kurbel die Kettenblätter werden gemacht, die Kette wird gemacht, die Kassette hinten wird gemacht und das Schaltwerk und das Ganze wird auch wieder eingestellt. Das wird eine komplette Reihe, jeden Tag ein Video, dann ist es online. Für alle, die es interessiert, die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung dann zu den Videos. Das ist alles überhaupt kein Problem. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch schon mal viel Spaß beim Selbermachen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Und ich wünsche allen, die ihr an Antrieb jetzt vielleicht wieder auf Vordermann bringen, viel Spaß bei der Videoserie. Und ja, dann viel Spaß beim Fahrradfahren. Bleibt gesund, gerade jetzt in der Corona-Krise. Passt auf, dass ihr nicht mit zu vielen Leuten abhängt, am besten gar nicht. Dass ihr nur Kontakt mit den Leuten habt, mit denen ihr eh schon zusammen wohnt. Ich weiß, es ist total ärgerlich, auch für mich. Ich bin so gern draußen, fahre mit meinen Freunden Fahrrad. Aber es geht nun mal nicht. Die Gesundheit geht vor. Vor allem auch im Hinblick auf die ältere Generation. Passt es wirklich auf die Menschen auf? Geht es da wirklich mit einem, denkt einfach nach, bevor ihr irgendwas macht. Es ist echt ganz wichtig. Und das möchte ich euch auch einfach ans Herz legen. Ich habe auch eine relativ große Community. Denkt an die anderen, seid für die anderen da, helft den anderen, soweit es geht. Und ja, gebt einfach Obacht, bleibt gesund. Und dann verabschiede ich mich für heute und viel Spaß mit dem nächsten Video. Ciao!